Da sind wir in Sektor 2. Ich guck mal ganz kurz, ob ich den Morphball-Kanal dann nutzen kann. Sieht ganz so aus. Der soll uns laut Karte direkt zu einem Item führen. Schaut mal, wie schön. Outer Space. Ich mich erinnere, wie Sektor 0 aussah. Von außen in der Cutscene. So sieht Sektor 2 am Rande aus. Wer baut denn diese Bahn dahin? Ne? Das ist auch wieder die andere Frage. Okay, ich sehe die Situation. Ach, Herbert, hatte ich mich gefreut über die Möglichkeiten, die sich verbergen hinter diesem Morphball, hinter diesen Powerbomben-Türen. Neue Wege, neue Möglichkeiten. Aber es ist doch sehr repetitiv, was das angeht zumindest. Eigentlich immer nur ein Gegner und danach das Item ganz einsammeln. Wirklich. Dem braucht man gar nicht mit Missiles anfangen. Weil der bewegt sich eh zu schnell und so weiter und so fort. Guck, nur ein leerer Raum. Mit dem nächsten Tankbauteil. Aber es hat noch nicht gereicht. Puh, oh, ja. Soll ich den Weg zurückgehen? Wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder. So, Hallöchen. Hier soll sich ein Item befinden. Ah, das ist das, wo wir nicht zurück konnten. Der Mähdrescher, Freunde. Energiekapazität wurde erhöht. Ob wir überhaupt noch... Sieht aus wie... Sah aus wie ein Supermissile. Ob wir überhaupt noch mal einen Energietank so voll bekommen? Oder ob der Rest nur Missile-Container und Schnelllader sind? Das ist gut. Ja, da konnte ich mich eh nicht richtig umschauen damals. Und jetzt kann ich einfach drüber steigen wieder. Haben wir da abgesahnt, was wir absahnen wollten? Hä? Komme ich denn zur Tür? Da wurde mir damals schon angezeigt, ne? Geht zurück. Aber ich glaube, ich hätte es auch damals schon nicht erreichen können. Tatsächlich. Mhm. Ich glaube, Sektor 2 ist noch am angenehmsten zu laufen. Sektor 1 gab es sehr viele Wege ohne Rückkehr und zwei verschiedene Bäume, die man spiralförmig hochlaufen muss. Auch eben, ne? Da konnte ich nicht einfach hochjumpen. Das ist eher eine lästige Sache. So, ach ja, das ist die Stelle. Da haben wir doch einen Tod vorgefunden. Ob der da immer noch liegt? Möglich. Aber... Bei so viel Platz nutze ich natürlich auch mal wieder den... Ah, schade, geht nicht. Ah, dafür gibt's so viele Erhöhungen, ne? I see what you did there. Komm, hier soll das sein, irgendwo. Muss man auch safe irgendwo dagegen rasen hier. Am besten werfen wir mal einen Blick in die Ego-Perspektive. Da sehen wir eventuell, was wir wollen. Ich sehe irgendwas. Da macht's bumm. Oha. Hätten wir also auch schon damals holen können. Weiter geht's. Das geht ja Schlag auf Schlag hier. Bin mir aber nicht sicher, ob ich das zu einem Giga-Part zusammenschneide oder zwei Parts draus mache. Das muss man mal sehen. Ich glaube, es werden noch mehr Parts. Also der erste Postgame-Part war ja ohnehin klar.
Dafür, ne, also wenn ich die 100% hole, dann muss man es auch nicht verschweigen. So, einen Raum weiter. Wir graben ja quasi. Graben vor allen Dingen. Wir grasen ja so das ganze Spiel nochmal ab. Was ist denn hier los? Diesen Gegner überhaupt? Das kommt mir sehr unbekannt vor. Augenblick mal. Habe ich nichts davon, die alle gleichzeitig anzuvisieren. What is this all about? Habe die zu töten, aber ja gut, die Station, die explodiert ja eh bald. Bitte, bitte kein Mitleid. Kommen wir da überhaupt hoch? Weil ich hier so eine obere Plattform sehe. Ah ja. Oh wow, wenn man alle Gegner besiegt, dann wird hier der Missile-Container offenbart. Ist nicht verrückt. Also mir ist nichts Besseres eingefallen, aber erwartet hatte ich es trotzdem nicht. 74. Das scheinen die letzten beiden Items zu sein. Wir sehen uns an einem der beiden. Guck mal, das kann ich jetzt auch freilegen. Dann muss ich diesen Umweg nicht nochmal laufen mit dem Morphball. Oh, der kleine Grafik-Glitch-Bereich. Er sieht gar nicht so hässlich aus, ne? Habt ihr auch gesagt. Nee, Absicht kann ich mir immer noch nicht vorstellen, aber... Sieht man mal irgendwie mit, auch wie das verschwindet, dass ein gewisser Effekt darstellen soll. Das soll was sein. Was mich irritiert an der Situation ist, ich sehe den zwar hier, aber ich sehe den nicht auf der Map. Da. Man kommt von anderswohin. Sekunde. Okay, ja. Na gut. Wisst ihr, ich hatte ja nie Probleme. Na gut, ich bin schon bei dem einen oder anderen Boss gestorben. Aber die Probleme würde ich nicht fehlenden Missiles oder so zuschieben. Deswegen ist jetzt auch keine Schande, dass ich nicht alles sofort mitgenommen habe. Aber wisst ihr, Hauptsache, besser spät als nie. Ich hole sie doch gerade, ich hole sie doch jetzt. Alles. War schon ein bisschen stylisch. Okay. Und da vorne wartet dann noch das letzte in Sektor 2 auf uns. Dann bleibt nur noch der Main-Sektor. Aber eigentlich auch weit fortgeschritten sind. Moment. Okay. Ach ja, der Raum, den hatte ich sowieso immer das Gefühl,
Guck mal, den habe ich jetzt endlich mal abgefrühstückt. Ich glaube, wegen Wavebeam geht das. Das ist weit in der Wand drin. Hier? Jedenfalls nicht so. Schade. Ach, okay. Sektor 2, 100%. Ja, sehr schön. Wir sehen uns wieder im Hauptsektor. So. Erfolg, Fortschritt, Progress. Nächster Missile Container, und zwar genau hier. Okay. Bin wieder ganz in den Anfang zurückgelaufen im Main-Sektor. Und da muss man hoch scheint sparken. Das musste ich googeln, das war mir zu hart. Da eine Bombe. Ich habe da jetzt keinen Hinweis gesehen. Ob ich erstmal rausgefunden habe, ne? Ich habe da jetzt keinen Hinweis gesehen, wie man da dran kommen soll. Aber so komme ich an die große Halle, wo mein Raumschiff steht. In die Garage. Das konnte man schon erblicken. Und da muss man an dieser Stelle, wo man es nicht glaubt, eine Bombe hinstellen. Ja, Mensch. Auf jeden Fall verrückte Sache. Das ist dieser Weg zurück, den wir da schon hatten. Die letzten beiden sind dort. Und ich weiß nicht, ob und wie ich da jetzt so ohne weiteres rankomme. So. Ich habe mich jetzt lange schlau gemacht. Fehlen nur noch diese zwei Items. So. Ich kann von diesem Startbereich bis da, wo der gelbe Punkt ist, ne? Rechts vom gelben Punkt der Raum ist ein Aufzug nach oben. Die beiden Items hätte man zu Beginn des Spiels schon einsammeln können. Haben wir nicht. Stattdessen, die Räume und Aufzüge sind zu. Ich kann nicht in den Raum mit dem blauen Punkt. Kann ich nicht. Ist mir nicht möglich. Ist zu. Ich muss diesen Umweg nehmen über Sektor 2 und so weiter. Riesenumweg durch die ganze Schwerkraft, wo Nightmare war und Eis bis zu diesem Sektor. Bis an diese Stelle. So. Hier komme ich auch nicht in den Raum. Ich glaube, das ist... Ich weiß nicht mal, wie man das erreichen kann. Ich weiß nicht mal, wo eine Tür ist. Hier habe ich es ja auch schon mal versucht. Irgendwie... Ja. Entweder sammelt es sofort ein oder gar nicht. Ich weiß nicht mal, wo diese Tür ist. Ganz im Ernst. Und auch das Item kann ich scheinbar nicht bekommen jetzt. Bin mir da sehr unsicher. Aber angeblich ist nichts missable. Muss wohl später, wenn das Spiel weiter vorangeschritten ist. Ich muss vermutlich mit dem Aufzug nach unten. Den Aufzug lässt sich jetzt aber nicht benutzen von mir. Also diese beiden Items sind mir gerade noch ein großes Rätsel und machen mich fertig. Weil ich halt auch schon gesehen habe, dass Leute beim Secret Boss sind mit allen Items. Aber es ist scheinbar... So leuchtet sich doch gar nicht, ob es einen Unterschied gibt. Ich komme da scheinbar nicht hin. Stattdessen gibt es das hier. Mal sehen, wo der Weg hinführt. Vielleicht genau das, was ich will. Ja, lang gesucht, ne? Und die Wege abgeklappert und herausgefunden, in welchen Tutorials das als Missile Container 7, 8, 9 oder wie auch immer bezeichnet wird. Videos geschaut, wie andere das holen und
wie man das holen kann. Und dann ist ein Video-Tutorial, wo die Tür einfach auf ist. Bei mir ist sie halt zu. That's the difference. Bei mir ist diese Tür halt eiskalt zu. Lethal Strike. Wir gucken jetzt mal hier rein, ne? Das bringt mich nicht dahin, wo ich hin will. Ich habe gesavestated und alles und wenn ich es nicht schaffe, man kommt da ja hin. Man muss, da ist ja, es ist ja Richtung unseres Ziels, ne? Deswegen muss es ja einen Weg dahin geben. Aber ich hoffe, ich kann es mit dem Finale verbinden im nächsten Part. Dem Finale vom Postgame. Dann haben wir auch die 100%. Das wäre schade, wenn ich halt nicht 100% sagen dürfte. Jetzt bin ich arschweit weg, ne? Gut. Ist hier ein guter Zeitpunkt? Zum Enden? Ich weiß ja nicht, wohin das genau hinausläuft. Doch, ich weiß es. Das ganz genau. Läuft zum Boss. Wir werden erst den Boss machen müssen. Ich hoffe, dass wir dann komplettieren können, was ich denke. Bleibt also spannend. Ich ärgere mich, ich hätte es sofort machen können. Ja, jetzt haben wir hier stärkere Kollegen. Von diesen Typen, die es quasi schon in Sektor 1 gab. Okay, und wo war... Was ist passiert? Aha! Noch wer? Okay. Das ist der Bruder. Dann ist er Thumbnail-reif. Mal ganz kurz humorlos wegklatschen. Ah, da öffnen sich weitere Schleusen. Ja, also die 100%-Jagd hat jetzt halt ein paar eine gute Weile gekostet. Screwtake, alles klar. Er will nochmal werfen, noch nicht. Er ist ein altes Fischgesicht. Okay, das hätte ich vielleicht doch noch im Finale machen sollen. Aber gut, was kostet die Welt? Das müssen wir auch nochmal separat aufnehmen, denke ich. Ich weiß auch nicht, warum wir jetzt so weit weggegangen sind, obwohl wir so nah am Ziel schon waren. Also. Hier, Screwtag. Beste Wahl. Na, das kostet ja Energie. Okay, er ist stärker. Denkt man sich. Bin ich denn jetzt hier reingeraten? Auch diesen. Unglaublich, wie stark das eigentlich ist. Jeder Gegner first try, first hit. Oh, das, der muss jetzt hier nochmal sein, oder was? Der muss sich jetzt nochmal um meine Laune kümmern. Oder wie? Ich will doch nur springen.
ist aber auch der letzte. Vorne ist die Tür. Da hat der Maurer das Loch gelassen. Okay, den gebe ich dir. Eine super Missile in diese Fratze. Ey, was? Warum? Warum einfach nochmal? Nur um mich maximal abzufacken, ja? Aber safe. Der ist ja noch besser. Den kann ich irgendwie nicht einfrieren. In seinem Maul. Und ich glaube sogar alle guten Dinge sind drei, ne? Dankeschön. Bitte, bitte, bitte. Das ist der Raum, den ich gesucht habe. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Daumen hoch für die, ja, so gut wie 100%. Es kommt drauf an, ob wir die letzten Item kriegen können. Ich denke schon, aber bleibt abzuwarten. Und Däumchen wären Träumchen. Was auch immer uns hier erwartet. Einen kurzen Teaser. Und ich sag schon mal bis dann und ciao.